Regionalliga West, 8. Runde, die Austria in Vorarlberg, genauer gesagt beim VfB Hohenems. Gegen die Hohenemser gilt die Form aus dem St. Johann-Spiel zu bestätigen, den Sieg zu bestätigen, um schlussendlich irgendwann die rote Laterne loszuwerden. Viele Zuschauer im Herrenriedstadion, 750 an der Zahl sind sie in etwa geworden. Viele Mitgereiste auch wieder aus Salzburg, unterstützt von Freunden aus Aarau und Saarbrücken. Die Austria, die startet gut. Viel Ruhe im Spiel, viel Übersicht. René Zier holt hier gleich mal einen Freistoß heraus. Hödl bringt den Ball auf den Kasten von Noah Miemelauer. Ist jetzt nicht der Standard-Torhüter in Ems, die haben eine kleine Verletzungsmisere dort. Ja, Freistoß wieder in ähnlicher Position nach Foul an Marinko Sorda. Wieder Marco Hödl. Guter Ball, aber Miemelauer hat ihn am Ende sicher. Ems findet auch durchaus Chancen vor, aber die Austria-Abwehr, die lässt sich heute selten aus der Ruhe bringen, spielt dann auch sehr oft konzentriert nach vorne. Christian Scheider ist hier aber trotzdem nicht zufrieden. Zu passiv seine Mannschaft, vielleicht jetzt. Hereingabe. Die Austria-Spieler reklamieren Hand, aber kein Handspiel hat der Schiedsrichter richtig gesehen. Eckball für die Austria. Umberto Gruber an die Querlatte. Gruber nach seiner Verletzung erstmals wieder mit dabei. Bringt hier sofort seine Klasse ein. Wir sehen einen Freistoß wieder. Umberto Gruber, der ihn reinbringt. Marco Hödl. Und da ist dann irgendwie noch ein Hohenemser dazwischen. Der Eckball bringt nichts ein. Ja, hier setzt sich der Emser durch, aber die Austria-Abwehr, die klärt sicher. Erneut Vorstoß auf der rechten Seite. Ball landet im Endeffekt bei Kallmann. Ballverlust von Gruber. Überzahl. Atem anhalten, aber so wird das nichts mit dem Torerfolg. Im Gegenzug die Austria wieder gefährlich. Chance lebt, aber auch so wird man wohl kein Tor erzielen. Kurz darauf wieder mal Freistoß. Manuel Kreins legt sich den Ball zurecht. Boah, da hätte der Torhüter keine Chance gehabt. Ganz knapp geht der Ball am Tor vorbei. Weitschuss wieder von Kreins. Aber der Vorarlberger Schlussmann hat den Ball sicher. Wieder Manuel Kreins. Und wieder geht der Ball vorbei. Diesmal Marco Hödl, der Schütze. Ja, da muss man schon ein bisschen fester schießen. Halbzeitstand 0:0, die Austria war durchaus feldüberlegen. Geht auch in der zweiten Halbzeit ähnlich los. René Zier sehen wir hier in Aktion. Ja, vielleicht dann doch ein bisschen zu viele blaue Trikots für einen Torerfolg. Kreins und drinnen ist der Ball. 1:0, 50. Minute, kaltschnäuzig gemacht. Schaut für den Torhüter ein bisschen so aus, als würde er nach links gehen. Dann schiebt er den Ball rechts in die Ecke. Schauen wir uns gleich nochmal an. Kreins. Keine Chance für den Keeper. 1:0 für die Austria. Hohenems versteckt sich nicht, spielt munter nach vorne. Aua, das hat wehgetan. Fabio Trecuja windet sich hier. Wenn man genau hinschaut, muss man auch nicht beschreiben, wo es weh tut. Jeder Mann kennt diesen Schmerz.
Kurz darauf kann er aber weitermachen. Und den brauchen wir auch in Situationen wie dieser hier. Ganz cool gemacht. Schön kombiniert, schnell nach vorne. Dann diese Szene, Fonja enteilt sein Gegenspieler. Der lässt sich das nicht nehmen. Özkan Demir, 67. Minute. Großer Jubel bei den Hohenemsern im Stadion. Ob man das unbedingt vor den Gästefans machen muss, naja. Neuer Spielstand 1:1. Da gibt es noch ein bisschen Unruhe. Nicht nur wegen dem Torschützen. Irgendwas hat's da, wir können es nicht genau aufklären. Aber auf jeden Fall rote Karte für einen Spieler, der bereits ausgewechselt worden ist. Nikola Potic muss wegen Beleidigung in die Kabine. Die Reaktion vom Trainer, die sagt alles. Ja, vorbei, jetzt können wir wieder Fußball spielen. Hohenems drängt. Abgepfiffen. Abseitsstellung, sagt der Schiedsrichter. Hier kämpft sich Kreins den Ball, spielt nach vorne auf den mittlerweile eingewechselten Rachmanovic. In der Mitte ist Hödel frei. Tor! 1:2. Marco Hödel in der 76. Minute. Schöner Pass vom jungen Rachmanovic und klasse gemacht von Marco Hödel. Bringt die Austria in Front und jetzt geht's für die Violetten in erster Linie darum, dass sie diesen Vorsprung sicher über die Zeit bringen. Da hat natürlich Hohenems was dagegen. Kallmann kann klären. Der darauf folgende Eckball. Auch hier Kallmann wieder beteiligt. Chance vorbei. Foul am Torschützen und Kapitän Manuel Kreins. Gibt's die gelbe Karte. Dann darf Kreins auch runter. Matthias Theiner kriegt die Kapitänsschleife. Ja, Stichwort über die Zeit bringen. Marinko Soda, Zeitschinden Masterclass. Macht seine Sache gut. Einwurf für die Austria. Und dann ist's vorbei. Zweiter voller Erfolg in Serie. Die Erleichterung ist auch Trainer Christian Scheider anzumerken. Und wir haben es schon in St. Johann gesehen. Feiern, das kann die Mannschaft feiern. Das können natürlich auch die Austria-Fans. Mit diesem Erfolg sichert sich die Austria 3 wichtige Punkte, bleibt allerdings noch hinten in der Tabelle. Da sind jetzt 3 Teams punktegleich, nur durchs Torverhältnis getrennt. Ganz wichtig, den Sieg von vergangener Woche zu bestätigen, oder? Ja, auf alle Fälle. Wir haben uns vorgenommen, dass wir ein gutes Spiel machen da drin und dass wir mit Punkten heimfahren, wenn es geht, mit 3 Punkten. Und das haben wir halt geschafft. Umso schöner ist die Heimfahrt jetzt dann gleich. Wie schwierig war es? Naja, zweite Halbzeit haben wir uns schwerer durch wie erste Halbzeit. Erste Halbzeit, denke ich, haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir waren dominant, wir waren aggressiv, wir waren laufstark. Wir haben sehr guten Ballbesitz gehabt. Zweite Halbzeit haben wir uns das Leben selber schwer gemacht, weil wir dann zu hektisch gewesen sind und hohe Bälle gespielt haben. Aber summa summarum, denke ich, war es ein verdienter Sieg. Du hast halt nur zuschauen dürfen. Wie ist der Eindruck von da draußen? Wie war die Partie? Ja, man spielt natürlich lieber, aber wir haben das halt echt sehr gut gemacht. Wir waren eigentlich 90 Minuten die bessere Mannschaft, vielleicht auf ein paar Minuten, wo wir so einen Ausgleich gemacht haben. Aber sonst haben wir eigentlich eine souveräne Partie gespielt. Ja, wichtig. Hart gekämpft, aber ein extrem verdienter Sieg. Spielerisch erste Halbzeit wirklich sehr starke Mannschaftsleistung. Wir haben die Hohenems reindrängt hinten
haben, glaube ich, im Minutentakt gefährliche Aktionen nach vorn gehabt. Und da sieht man wirklich einmal, was in der Mannschaft drinnen steckt. Wenn wir ins Spielen kommen, wenn wir uns das zutrauen, in der gegnerischen Hälfte abwarten und nachher einen gefährlichen Ball nach vorn spielen, dann sind wir wirklich ganz schwer zu schlagen, weil wir vorn immer brandgefährlich sind. Vorne brandgefährlich, trifft auch wieder auf dich zu. Zweites Tor im zweiten Spiel. Kommt das jetzt wieder? Ja, ich habe mir persönlich auch vorgenommen, dass ich ein bisschen eine offensivere Rolle wieder einnehmen kann. Und ich glaube, das gelingt mir die letzten zwei Spiele sehr gut. Zweimal durch einen Marinko Sorda einen Ball gekriegt, heute wieder eben. Und ja, der Abschluss war halt kaltschnäuzig, glaube ich. Danke.